zusammen. Wir sind wieder Martin und Chris von der Fußballschule und wir machen mit euch heute wieder den Fußballkindergarten. Heute wird es mal ein bisschen lustiger und mehr in die spielerische Form gehen, also keine Übungen per se. Was wir benötigen, ist wieder ein Ball und wieder ein paar Markierungen. Natürlich eignen sich da auch unsere allseits beliebten Klorollen. Das heißt, wir platzieren jetzt bitte Klorollen, und zwar vielleicht einen Meter weg von der Wand, im Abstand von so ungefähr 1 bis 2 Metern. Und hier mit 5, 6 größeren Schritten auseinander. Das heißt, ich gehe das nochmal durch. So 1, 2, 3, 4. 4 große Schritte. Das langt auch vollkommen. Und wir legen hier los, gleich mit einem Wettkampf. Das heißt, ihr werdet heute den ganzen Tag gegen den Chris spielen. Und die Übung läuft folgendermaßen. Wir platzieren uns den Ball zwischen den 2 Klorollen und dribbeln Richtung nächstes Klorollen- oder Hütchentor. Wir dribbeln nach vorne. Sobald wir dort angekommen sind, stoppen wir den Ball mit der Sohle und drehen auf, das heißt, wir greifen den Ball entweder mit rechts oder mit links, das ist egal, und ziehen den Ball und gehen somit auch in die Drehung rein, stoppen den Ball. Das können wir jetzt mit dem anderen Fuß wiederholen, das heißt, mit dem linken Fuß ziehen wir zurück und dribbeln wieder zur anderen Seite hin. Okay? Achtet darauf, dass so stark gezogen wird, dass wir auch komplett in die Drehung reingehen auf die andere Seite. Okay? Jetzt ist eure Aufgabe, schneller zu sein als der Chris. Und zwar machen wir das Ganze so, dass wer zuerst 5-mal gependelt hat, das heißt 5-mal dort vorne gewesen ist und 5-mal hier gewesen ist, der gewinnt das Spiel. Das heißt, auf Startsignal dribbeln wir los, wir stoppen den Ball, hopp, ziehen den Ball zurück und drehen uns dabei, stoppen den Ball, ziehen erneut. Am besten läuft es immer mit beiden Füßen. Sonst kriegen wir hier einen kleinen Drehwurm rein. Und ihr könnt den Ball auch stark genug ziehen. So braucht ihr keinen Zusatzkontakt. Und könnt den Ball ausrollen lassen bis auf die andere Seite. Und dann hier wieder unter Kontrolle bringen. Okay? Wir geben das Startsignal, sodass wir gleichzeitig loslegen. Und dann schauen wir mal, wer ist schneller von euch als der Chris. Bereit? Bereit? Ich stelle mich am besten hier hin, dann kann ich dich besser beobachten. Ja, nicht mogeln, immer erst durch das Hütchentor durchgedribbelt sein, bevor du den Ball stoppst und dann zurückziehst. Okay, erste Stufe bei 3, 2, 1 und go! Auf geht's! Wir dribbeln nach vorne, genau, nicht zu schnell, weil sonst klatschen wir noch gegen die Wand. Und jetzt wird der Ball gezogen, hopp, sehr gut. Am Körper vorbei, die Drehung mitgenommen. Kannst den Fuß auch gleich nach hinten absetzen, gell? Als würdest du auch in die Drehung reingehen. Jetzt zieh deinen linken Fuß und setz ihn nach hinten ab. Sehr schön. So. Und im zweiten Durchlauf schon. Und hopp. Jawohl. Jetzt im dritten. So, jawohl. Jetzt zurückziehen. Jawohl. Jetzt in der vierten. Weiter, 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 weiter. Und jetzt nochmal Vollgas. Gleich startet die letzte Runde. Stopp, kontrolliert und noch einmal zurück und stopp. Ja, na, wer war alles schneller als der Chris? Vielleicht, weiß ich nicht, muss ich selber ausprobieren. So, kurz durchschnaufen. Ich denke mal, wir haben das alle ganz gut hinbekommen. Wir machen davon immer 2 Runden. Okay, das heißt, kurz durchschnaufen. Jetzt wissen wir, wie der Ablauf ist. Am besten immer beide Füße nutzen. Das heißt, mal mit dem rechten Fuß aufdrehen, mal mit dem linken Fuß aufdrehen.
immer so stark genug ziehen, dass man auch gleich in diese Drehung reinkommt. Ja, dann kann man das Ganze auch noch ein bisschen beschleunigen. Gut, bereit? Ja. Ja. Kurz durchschnaufen. So, alles zurechtgelegt. Denk daran, dass der Abstand natürlich, um sich mit Chris zu messen, ungefähr gleich sein sollte. Vielleicht sogar noch kürzer. 4 große Schritte reichen da völlig aus. Und 3, 2, 1, los geht's! Wir drücken wieder nach vorne. Der rechte Fuß greift und zieht zurück bis in die Drehung hinein. Jawohl. Ziehen. Sehr schön. Weiter geht's, genau. Wenn der Ball aus der Spur fährt, bringen wir den wieder unter Kontrolle. Können wir mit der Innenseite oder auch mit der Außenseite wieder lenken, sodass er immer schön durchs Hütchen geht. Jawohl. Und das zählst du gerade mit deiner Wiederholung in? Welche Runde ist das? 3. 3? Ist das eine Frage? Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Okay. Jetzt müsste die 4. kommen. Jetzt kommt die 4. Alles klar. Tja, wir haben alles auf Video, gell? Dann schauen wir mal, ob du richtig gezählt hast. Weiter geht's. Das heißt, noch eine Runde. Oder bist du jetzt ja schon... Nein, dann noch eine Runde. Eine Runde. Alles klar. Und hopp. Jawohl, sehr schön machst du das. Bin stolz auf dich. Und stopp! Hey, aber den Ball stoppen, ja, nicht den Ball hier gegen die Wand rollen lassen, ja? Genau, wunderbar. So, das war zum Aufwärmen schon mal ganz gut. Wir gehen eine Stufe weiter. Das heißt, jetzt kommen wir zur zweiten Variante. Wir legen folgendermaßen los, dass wir hier wieder losdribbeln. Das bleibt also alles gleich. Allerdings, sobald wir hier vorne sind, stoppen wir den Ball mit der Sohle und ziehen den Ball mit der Sohle durch die Beine. Das heißt, wir drehen nicht mehr so auf, dass der Ball am Körper vorbeigeführt wird, sondern durch die Beine durch. Also wir ziehen, Fuß geht hopp und wir gehen in die Drehung hinein. Wir drehen auf die andere Seite, wir können das auch gerne mit dem linken Fuß machen. Dass wir den Ball ziehen, Fuß geht nach außen, wir drehen uns und dribbeln hier wieder nach vorne. Achtet darauf, dass wir uns auch richtig drehen, denn das ist vorbereitend zur Schussfinte, die wir üben werden. Ja, das heißt, wenn wir mit dem linken Fuß greifen, drehen wir uns nach rechts. Das heißt, Fuß zieht, Fuß geht leicht nach außen, wir drehen uns in die Richtung, führen den Ball nach vorne. Wird das Ganze mit dem rechten Fuß ausgeführt, drehen wir uns über die linke Schulter. Hopp. Okay? Und wir können den Ball auch ein bisschen stärker ziehen, wenn wir dann so ein bisschen Gefühl dafür bekommen haben. Alles klar, bist du bereit? Ja. Wir machen das Ganze wieder im Wettkampf, wieder 2 Durchgänge. Wieder geht es darum, 5-mal zu pendeln. Bereit? So, ich zähle wieder den Countdown, ja, von 3 runter. Und 3, 2, 1, los geht's. Hier drin vorne. Genau, und wir probieren es nach bestem Wissen und Gewissen. Gell? Wenn jetzt nicht sofort alles gut klappt, ist es egal. Wir probieren es. Hopp, wir ziehen. Der Ball rollt durch die Beine. Genau, die richtige Schulter gedreht. Wenn der rechte Fuß greift, über die linke Schulter drehen. Jawohl. So dass wir den Ball wieder schnell im Blick haben. Ja? Wenn er durchrollt und jetzt über die rechte Schulter bringen. Auch ganz ruhig etwas fester anziehen. Ja? Das Ziehen kann etwas stärker sein, so kann er das Ganze beschleunigen. Die Drehen können auch schneller ausgeführt werden. Jawohl. Und welche Runde ist das jetzt? Die dritte. Die dritte? Glaube ich. Ja, ne? Ich glaube dir dann, sagen wir einfach mal die dritte, die Kinder wird es freuen. Und hopp, dann kommen wir ja gerade in die 4. Runde. Hopp, jawohl. Und einen Durchgang haben wir noch. So, hopp, jawohl. Und ein letztes Mal noch. Und rechts,
Und den Ball jetzt stoppen. Hopp. Ja. Erster Durchgang vorbei. Wir schnaufen kurz durch. Ja. Hat man ja keine Pausen, gell? Man muss von einer Seite zur anderen sprinten. Man kann natürlich auch den Wettkampf gegen den Bruder machen oder gegen den Papa, gegen die Mama, das ist egal. Oder halt eben gegen Chris, gell? Wer hier sein Bestes gibt. So, beide nochmal durchschütteln. So, in die Streckung gehen. So. Und bereit? Ja. So. Und 3, 2, 1, auf geht's! Jawohl. Jetzt vielleicht so festziehen, dass er schon automatisch Richtung anderes Tor rollt. Fest genug, sodass er nur noch leicht gelenkt werden muss. Genau. Jetzt muss ich auch mal den Ball führen. Schlagen. Hopp. Jawohl. Genau, nochmal ins Zentrum rein. Das Hütchentor sollte auch nicht zu breit sein. Jawohl. Und welcher Durchgang? 3. Jetzt nicht, aber. Jetzt bist du sicher, gell? Wir zählen das nochmal gut. So. Und ein letztes Mal noch. Hopp. Jawohl. Richtiges. Und stopp. So. Wir schlafen kurz durch, Beine schütteln kurz durch. Jetzt gehen wir zur letzten Stufe. Jetzt wird es nochmal ein bisschen schwieriger, aber wir wollen die Schusswinde ja nochmal eine Stufe besser ausführen. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr die Sohle hernehmen, um den Ball hinter uns zu spielen, sondern die Innenseite. Das heißt, wir dribbeln wie gerade eben nach vorne los, stoppen den Ball auch wieder mit der Sohle vor uns. Und jetzt ist es so, sofern der Ball jetzt noch vor uns ist, wird unser Standbein knapp hinter dem Ball gesetzt, aber auch neben dem Ball, also schräg dahinter. Und wir drehen jetzt den Fuß ein. Wenn wir mit links machen, drehen wir hier über die rechte Schulter. Also die Drehung wird schon, bevor ich den Ball spiele, eingeleitet. Und ich schiebe den Ball mit der Innenseite durch und drehe mich auf die andere Seite, stoppe den Ball. Und dann erfolgt das Ganze auch mal mit dem schwachen Fuß, mit dem anderen Fuß besser gesagt. Das heißt, auch hier wieder, der Fuß steht so da, dass ich den Ball definitiv mir durch die Beine spielen kann. Ja, also nicht den Fehler machen und das Standbein hinter den Ball setzen, sondern hier so schräg. Wir schwingen am Ball vorbei. Ja, und beim Zurückschwingen spielen wir da nach hinten. Ich zeige es noch einmal. Aus der Perspektive ist es vielleicht sogar noch ganz gut zu sehen, dass die Fußspitze sehr stark nach innen geht und wir auch so leicht nach hinten fallen. Gell? Das heißt, ich spiele hopp und ich falle leicht nach hinten weg, sodass ich den Ball auch ein bisschen besser treffen kann. Gut, alles klar? Weil es natürlich ziemlich anspruchsvoll ist, machen wir davon nur 3 Wiederholungen. Okay. Okay? Das heißt, du legst los. Hopp, dribbelst, stoppst, hopp, musst also nur 3-mal zu der Position nach vorne. Denk daran, auch mal mit beiden Füßen auszuprobieren, aber weil es natürlich so schwer ist, vorzugsweise erstmal mit dem starken Fuß, ja, damit du da Gefühl reinbekommst. Und die Drehung ist wie mit der Sohle genau die gleiche, also es geht wieder um die gleiche Schulter. Gut, bereit? Wieder nach dem Countdown geht's los. Und 3, 2, 1 und go. Auf geht's. Wir drücken nach vorne. Stoppen den Ball vor uns. Genau. Standbein wird gesetzt. Wir schieben. Da kann sogar noch mal ein bisschen mehr Platz sein. Neben dem Ball. Okay. Schiebender Kontakt. Schau, dass du leicht nach hinten wegkippst.
Schieb den Ball so lange an, bis deine Drehung vollendet ist. Ja? Schiebe, hopp, genau, der Fuß wird gesetzt. Standbein nicht so weit nach vorne, die Fußspitze ist ungefähr da, wo der Ball anfängt. Genau. Ja, das ist schwierig. Auf Parkett wird es noch ein bisschen schwieriger. Ja, da rollt der Ball die ganze Zeit, solange der Boden nicht komplett eben ist. Und der letzte Durchgang, oder? Ja. Hopp, jawohl. Oh, sehr schön, den Ball gestoppt. So, und stopp. So. Gute, schnelle Runde, Einband frei. So, einen Durchgang machen wir noch. Einen letzten. So, bereit. Bereit. Und dann 3, 2, 1, los geht's. Wir starten noch einmal. Stoppt. Und jetzt wird der Ball geschoben mit der Innenseite. Hopp. Jawohl. Denkt den Ball nochmal ins Zentrum. Gar kein Problem. Passiert. Schieben. Jawohl. Weil wir ein sehr großer Hund ist, um zu schauen, dass der Abstand seitlich zum Ball etwas größer wird. Kannst du auch ein bisschen besser schieben. Genau. Je größer man ist, desto größer ist auch der seitliche Abstand. Wenn du den Ball auch natürlich gerade nach hinten spielst. Wunderbar. So, das war unsere Startübung, unser Startwettkampf. Wir machen jetzt eine kleine Pause und legen dann gleich mit der nächsten Übung los. Alles klar. Kurz was trinken, kurz verschnaufen. Gut. Nach Jerusalem. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, wie geht das, wenn man alleine spielt? Tja, wir werden das virtuell machen. Und ihr tretet jetzt wieder gegen den Chris an. Ihr könnt aber natürlich, falls noch ein paar weitere Familienmitglieder Bock haben, könntest du die natürlich in die Übung mit einbauen. Das heißt, ihr braucht natürlich dann auch einen Ball. Und wir machen jetzt Folgendes. Das heißt, wir setzen hier wieder einen Kreis mit den Klorollen. Viele Markierungen brauchen wir nicht, aber genügend, sodass man einen Kreis erkennen kann und natürlich, dass außerhalb der Klorollen immer noch genügend Platz ist. Ja? Ich denke mal, das reicht ja aus. So. Wir werden folgendermaßen loslegen. Ich gebe immer eine Technik vor, zum Beispiel dribbeln wir nur mit der Innenseite. Das heißt, wir spielen den Ball nur mit der besagten Seite. Wir dürfen nichts anderes benutzen. Keine Sohle, auch keine Außenseite, sondern wir dribbeln nur mit der Innenseite und wir dribbeln auch nur in die Richtung, die ich euch vorgebe. Das heißt, so wie gerade eben im Uhrzeigersinn, wenn ich zum Beispiel sage, gegen den Uhrzeigersinn, müssen wir schnell drehen. Okay.
Hier geht es nicht darum, sehr, sehr schnell im Kreis zu drümmeln, sondern nur mit der richtigen Technik. Das heißt, wir können hier mit dem Ball richtig spazieren gehen. So, auf mein Signal müsste sofort in das Feld hier hinein dribbeln, den Ball stoppen, den Ball in die Hand nehmen, hopp, und über euren Kopf strecken. Okay? Wenn ihr schneller seid als der Chris, gewinnt ihr das Spiel. Das heißt, ihr bekommt den Punkt. Danach legen wir wieder von neuem los mit einer neuen technischen Herausforderung. Alles klar? Gut. Wir starten mit dem ersten Durchgang. Und so wie ich es schon gezeigt habe, werden wir erstmal mit der Innenseite dribbeln. Das heißt, wir führen nur mit der Innenseite. Wir können wirklich auch hier den Ball beim Spazierengehen von links auf rechts führen. Wir sollten natürlich schon ein leichtes Tempo drin haben. Gell? Wer will, der kann es wirklich probieren, so hier eine flotte, schnelle Runde mal zu machen. Aber achtet darauf, dass der Ball immer nah bei euch ist, weil wenn der Ball zu weit weg ist und das Signal kommt und ihr seid hier irgendwo im Eck, dann braucht ihr natürlich viel, viel länger, um da reinzukommen. Alles klar? Jawohl. So. Mein Signal wird folgendes sein. Ich werde jetzt in die Hände klatschen, rhythmisch. Wenn das Klatschen aufhört, müsst ihr reindribbeln. Alles klar? Bereit? Bist du bereit? Ja. Wir dribbeln jetzt erstmal im Uhrzeigersinn. Und auf geht's. Wir bauen einen Richtungswechsel ein gegen den Uhrzeigersinn. Können wir jetzt auch gerne die Schussfinte einsetzen, ja? Beim nächsten Mal. Oder mit der Sohle durchziehen. Tja, genau. So, da muss ich aber einen Punkt abzugeben. Du hast ihn einmal in die Hand genommen. Wir wollen ja den Ball immer erst stoppen, bevor wir den Ball in die Hand nehmen. Das heißt, es gibt automatisch einen Punkt für euch. Außer ihr habt natürlich den gleichen Fehler begangen und habt es jetzt von ihm angeschaut. So, wir legen mit der nächsten Runde los. Jetzt haben wir mit der Innenseite gedribbelt. Was kommt jetzt? Wenn wir unsere Füße zusammenstellen und hier außen mal durchfahren, jetzt dribbeln wir hier mit der Außenseite. Das heißt, wir drehen unseren Fuß stark ein. Die Fußspitze zeigt immer Richtung anderen Fuß. Und wir führen den Ball, auch wenn es stark nach außen geht, wäre das sogar besser, wenn wir im Uhrzeigersinn mit dem rechten Fuß dribbeln. Wenn es dann gegen den Uhrzeigersinn geht, hopp, können wir abkappen und dann führen wir den Ball mit dem linken Fuß. Ja, so dass der Ball schon innen ist. So können wir schneller reagieren, den Ball stoppen und in diese Position gehen. So, bereit? Bereit? Nur mit der Außenseite. Wir dribbeln erstmal los und zwar dribbeln wir gegen den Uhrzeigersinn zunächst. Das heißt, versucht am besten jetzt den linken Fuß einzusetzen beim Führen des Balles, sonst wird es ein bisschen schwierig. Ja? Und los geht's. Wir bauen einen Richtungswechsel ein. Bei der Wende darf eines der Techniken eingesetzt werden, die wir geübt haben. Und jetzt aber. Jetzt. Das war jetzt schnell. Das war viel besser. Jawohl. Gut, wir legen mit der nächsten Runde los. Der Ball ist wieder bei mir. Tja, was gibt es hier noch am Fuß? Also wir hatten die Innenseite, wir hatten die Außenseite. Jetzt wollen wir den Ball nur mit der Sohle führen. Das heißt, wir stupsen den Ball vor uns her. Ja, das ist jetzt kein Schießen, sondern wir rollen den Ball so ganz leicht und setzen den Fuß hopp, seitlich ab. Am besten ist es wie beim Spazierengehen.
setzen immer den anderen Fuß drauf, links dann rechts, links dann rechts und führen so den Ball nach vorne. Und denkt daran, wenn ich einen Richtungswechsel angebe, können wir auch gerne den Ball hopp mit der Sohle durchziehen. Wir können aber die Techniken, die wir auch geübt haben, dass wir den Ball mit dem Aufdrehen, oder mit dem Aufdrehen, oder eben auch mit der letzten Variante, mit der Schussfinte, dass wir so den Richtungswechsel einleiten. Alles klar? Bereit? Wir starten erstmal im Uhrzeigersinn und müssen bitte aus. Okay? Entschuldigung. Kein Problem, 10 Liegestützen kommen danach. Mit Klatschen hinterm Rücken. So, bereit? Und auf geht's. Nur mit der Sohle. Genau. Versucht den Ball eher nach vorne zu stupsen. Von hinten nach vorne. Der Ball bleibt immer vor uns. Richtungswechsel. Richtungswechsel. Ja, genau. Reingedrückt, gestoppt und hoch. Jawohl, das war sehr flott. So, wir gehen noch eine Stufe weiter. Jetzt wird es wirklich tricky. Wir dribbeln rückwärts. Das heißt, wir ziehen den Ball. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass uns der Ball nicht überholt. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Das heißt, der Ball ist vor uns. Wir ziehen und setzen den Fuß gleich nach hinten. Und wir ziehen den Ball nur leicht. Okay? So, hopp. Fuß setzt nach hinten. Hopp. Ja? Das ist ja, ja, wie als würden wir vor etwas weglaufen oder zurückweichen. Wir dürfen den Ball nicht überholen lassen. Ja? Er bleibt immer vor uns. Wir werden diesmal aber auch keinen Richtungswechsel einbauen. Wir dribbeln ganz gemächlich. Ihr könnt jetzt selber die Richtung auswählen, ob im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Achtet darauf, wenn ihr zieht, sofort die Fußspitze nach oben zu ziehen und immer gleich mit der Sohle drauf zu gehen. Okay? Nicht ziehen, hier drauf fallen lassen und dann zurückgehen, sondern wir versuchen wirklich ziehen, schnell zurückweichen, hopp, hopp. Gell? Der Ball bleibt immer in einem schönen Abstand von uns weg. Alles klar, bereit? Ja, also. So, genau. Du bist groß, du kannst mal noch ein bisschen weiter weggehen vom Ball. Genau. Dass dein Bein schon so gut wie gestreckt ist. Gell? Und auf geht's. Jawohl, so, geschafft, getan. Und jetzt machen wir noch eine spaßige Runde. So, der Ball liegt und wir dribbeln jetzt auf allen Vieren rückwärts. Das heißt, wir dribbeln, müssen uns bewegen und versuchen, den Ball immer mit uns mitzuziehen. Ja? Das ist für dich mit Sicherheit sehr herausfordernd, schon für mich. Das heißt, wir führen den Ball und krabbeln dabei und achten darauf, dass der Ball immer schön vor uns bleibt und nicht irgendwo an uns vorbei rollt. Alles klar. Bereit? Wenn wir natürlich hier rein müssen, stehen wir schnell auf, schnappen uns die Kugel und stehen wieder. Alles klar, bereit? Du darfst dir wieder die Richtung aussuchen. Na klar.
damit du hier kein Drehbuch reinbekommst, vielleicht mal die andere Seite. Da bin ich gespannt. Weil das ist, da sind die Kids wahrscheinlich besser als du. Ja. Denke ich. Auf jeden Fall. Da sind die, die mehr Erfahrung. So, bereit und auf geht's. Ja, die Hände müssen auch schnell nach hinten gehen, ja. Geht das Licht schneller? Das war nicht direkt, gell? Ja, da arbeitet alles, gell? Die Arme, die Beine arbeiten, gell? Der Kopf muss arbeiten, die Augen müssen die ganze Zeit Richtung Ball gerichtet sein. Ich glaube, ich höre auf, gar nicht mehr auf zu klatschen. Dann schaut ihr zu sehr zu. Schnell aufstehen! Ja! Und stopp! So. Ja, wir schnaufen nochmal durch. Pass auf. Machen nochmal eine kleine Pause und gehen dann in unseren Abschlussteil und ja. Ruht euch nochmal kurz aus. Zum Abschlussteil. Wir werden jetzt ein bisschen Fußballgolf spielen. Was wir benötigen, ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen jetzt eine Klorolle. Das wäre sehr, sehr hilfreich, denn die stellt unser Ziel dar. Wir haben auch einen Startpunkt. Das kann man einfach markieren oder sich einfach irgendwo positionieren. Das ist gar kein Problem. Und zwar legen wir hier zumindest unser Ziel hin und können unseren Start mit einem Hütchen oder einer weiteren Klorolle markieren. Jetzt wird es so sein, dass wir mit der Sohle anspielen müssen. Das heißt, wir spielen nicht mit der Picke an, wir spielen nicht mit der Innenseite an, sondern wir steigen schon auf den Ball und versuchen den Ball dann ins Rollen zu bekommen. Ziel ist natürlich die Klorolle, die muss nicht umgeschossen werden, sondern die muss nur berührt werden. Ganz, ganz entscheidend. Und wichtig ist natürlich, mit so wenigen Versuchen wie möglich die Klorolle getroffen zu haben. Okay? Wir starten immer vom gleichen Ausgangspunkt an. Das heißt, wenn man daneben spielt, startet man wieder von neuem. Das heißt, man muss das immer quasi im ersten Versuch schaffen. Das heißt, wir stehen hier, hopp, rollen den Ball an. Das wäre ein Fehlversuch. Also zähle ich laut die 1. Jetzt wärst du dran. Das heißt, jetzt legst du hin. Der Fuß ist schon drauf auf dem Ball. Der Fuß ist schon drauf, genau. Wir rollen mit der Sohle an. Hopp. Und bei dir ist es, hopp, gleich im ersten Versuch. So. Schauen wir mal, wie viele ich noch brauche. Ob ich es vielleicht im zweiten schaffe. So, jetzt mal. Hast du es mit links gemacht? Das ist vielleicht besser. Ja. Ah, hast keinen Treffer. Tja, das heißt, der Sieg geht ganz klar an dich. So, wir gehen eine Stufe weiter. Wir lassen mal das Ziel ganz genauso da. Und auch hier den Start. Jetzt ist das Ziel, über die Bande, also über die Wand, die Klorolle zu treffen. Das heißt, nicht zuerst Klorolle, sondern erst muss mindestens eine Wand angespielt werden, bevor die Klorolle getroffen wird. Okay. Das ist natürlich herausfordernder. Ja? Das heißt, wie probiere ich das? Beispiel? Nee. Über die Seite ist gleich einfach. Nein, genau. Ob der Ball kommt. Ah, ah, der Winkel war nicht so optimal. Erster Versuch gescheitert. So.
zulässt, drauf. Hopp. Ja, das ja, war auch nicht. Exakte Kopie ja. von mir. Wir gehen in den zweiten. Vielleicht probiere ich es doch bei die Seite. Schaut mir irgendwie an. Mach was. Hopp. Knapp. Zweiter Versuch auch gescheitert. Also ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Der geht nicht. So, dritter Versuch. Schauen wir mal. Das ist schon echt herausfordernd. Über Bande. Vielleicht mache ich irgendwas ganz Spezielles. Ja. Ja. War schon klar. So, und bei dir ebenfalls der dritte Versuch. Oh, fast touchiert. Das reicht übrigens aus, solange man sieht, das war eine Berührung da. Reicht es schon absolut aus. Wir probieren es noch einmal. Im vierten Anlauf. Boah, jetzt, also natürlich sehe ich hier schon diese Stelle. Die sehe ich mal an. Hopp. Und da ist der Treffer, aber du darfst, weil ich habe ja angefangen, ich darf auch du darfst nicht. Noch, ja klar, okay. Weil unentschieden gibt es für beide natürlich einen Punkt. Ja? Okay. Ah, der war jetzt. Ja, genau. Wir gehen jetzt noch eine Stufe weiter, das heißt, wir setzen zum Beispiel ein Hindernis rein, das heißt, wir legen noch zwei Rollen hier dazwischen. Das Hindernis darf nicht getroffen werden, sondern es muss umspielt werden. Okay? Im Endeffekt könnt ihr euch frei wählen, wo ihr etwas hinsetzt. Das heißt, man kann es hier über die Bande machen, man kann auch den Startpunkt hier direkt setzen, wenn der Ball muss über die Band hier angespielt werden. Also da ist der Kreativität. Es sind da keine Grenzen aufgezeigt, gesetzt, sondern ihr könnt es frei wählen. Ihr könnt auch statt einem Ball zum Beispiel Socken benutzen, die ihr so umgestülpt habt. So könnt ihr nämlich dann auch schießen, statt den Ball zu rollen. Weil wir wollen ja den Ball rollen. Warum? Damit wir hier nicht die Vasen kaputt schießen und die Bilder von der Decke runter schießen. Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb rollen wir den Ball, wenn wir schießen möchten, dann nehmen wir einfach zum Beispiel da ausgestopfte Socken und diese können wir dann gegen unser Ziel schießen. Was auch alternativ geht, dass wir statt einer Klorolle wir ein Viereck bilden und wir versuchen den Ball oder eben die Socken reinzuschießen, sodass der Ball dort drin liegen bleibt. Ihr könnt auch die Variante wählen, dass man sagt, mit wie vielen Versuchen schaffe ich das, aber ausgehend immer von einem Startpunkt, sofern der Ball außen irgendwo ist, setzt man den zweiten Versuch gleich hier vorne an und dann bleibt man, hat man es auch in zwei Versuchen geschafft. Das ist also die zweite Variante, wie man das spielen kann. Gut, und ich bin gespannt, was euch alles einfällt. Ihr könnt euch gerne dabei filmen, welche coolen Fußball-Golf-Varianten ihr in eurer Wohnung oder eurem Haus oder in eurem Garten aufgebaut habt. Und lasst uns daran teilhaben und schickt uns bitte die Videos zu. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen und hoffen auf cooles Feedback und coole Videos. Ich werde mich gleich drauf aufmachen, weil ich werde mir auch mit Sicherheit was Cooles einfallen lassen. Ihr könnt übrigens auch keine Klorollen hernehmen. Ihr könnt auch einen Mülleimer hernehmen, wo man den Ball da reinlupfen kann. Also es gibt alle möglichen Ideen und ich hoffe, dass ich da einiges zu sehen bekomme. Alles klar. Wir wünschen euch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr viel Spaß hattet und wir sehen uns bald wieder. Und denkt daran, wir strahlen es täglich aus, immer ab 16 Uhr, montags und donnerstags den Fußballkindergarten, dienstags und freitags haben wir das Fördertraining und am Mittwoch das Torwarttraining. Und der Faxe gibt uns immer wieder mal was zum Üben mit seinen Challenges und
ja, die Videos seht ihr bei Instagram, bei Facebook, YouTube und immer schön fleißig teilen und liken und lasst uns ja, das Ganze groß werden lassen. Alles klar, ich wünsche euch was. Servus.